So, fertig geräuspert. Alles klar. Den einen haben wir bereits. Was nicht heißt, dass der andere leichter wird. Direkt mit einer Stechkapsel abgeschossen. Ja, das wollte ich vermeiden. Deswegen schon die Waffe gezogen. So. Oh. Ah, voll eine geklebt bekommen. Oh. Das muss ja jetzt nicht sein, oder? So. Oh Mann. Oh shit. Genau. Übertreib's doch gleich. Oh. Das war auch wieder knapp. Weg hier. Ah, Mann. Muss das denn sein? So. Brauchen wir wieder einen Trank. Ja, drauf. Sehr schön. Gucken, ob wir den hoffentlich beim Schwanz durchkriegen. Los, komm schon. Was? Wieder drauf da. Okay, nicht beim Schwanz, aber dafür ordentlichen Schaden. Yes. Na, was willst du machen? Wow, das also. Gut ausgewichen. Sag mal. Jetzt bleib doch mal stehen da. Halt doch mal still, damit man nicht schlagen kann. Oh oh. Zum Glück war das nur ein Tank. Oh oh. Oh, der war. Das war ein richtig schöner Treffer. Das wäre auch fast einer geworden. Oh oh. Weg. Sag mal. Ja. Weg. Oh. So geil mit der Mucke. Da machen die Viecher gleich noch mehr Spaß. Kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit am Umräuspern bin, ey. Was ist denn nur los mit meinem Hals heute? Oh oh. Komm schon. Den will ich durchziehen. Der hat auch gesessen. Kurz beiseite. Ey, wirst du wohl aufhören zu schubsen? So, ich wollte das Shiny eben einsammeln. Fix weg. Wir haben ja noch die Billigtränke. Hey, der hat Mies bewusstlos gehauen. So. Geht's dir gut, Mies?
Gut. So, und jetzt wird's abgeschossen. Oh, wow. Schwanz abgeschossen. Komm her hier. Wow, so doch nicht. Boah, Alter. Direkt da rein. So. Blutungseffekt wieder durch. Ach, wieder in die nächste Pranke. Warum gehe ich auch immer auf die Seite, wo er mit zuhaut? Oh. Nee. Ich will mal eben die Fliege hier holen. Wo ist sie? Da. Alter. Jetzt mal aufhören, Miet zu verletzen. Nein! Oh Mann! Aber auch uns. Stimmt mit dir nicht. Oh oh. Huh. Wow. Wow. Komm. Immer schön ausgewichen. Knapp vorbei. Wenn er hinter uns steht, ist auch nicht so gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Ja, dann angreifen, wenn es das Zeitfenster zulässt, ne? Okay, das war wenigstens mal wieder ein Treffer. So, komm her, ich will die Klinge voll machen. Das Schild. Rumgespringen und so, ne? Aber das mit dem Rumgespringen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Grund, warum ich ihn mag. Ey. Also, der ist so agil und trotzdem so stark. Und das finde ich, das macht es irgendwie immer... Ah, Mist. Das macht es immer total spannend, die Kämpfe. Uah, mit ihm. Jetzt kannst du auch mal aufhören, du Sack. Oh, oh, ich bin gleich hin. Das mal nicht knapp war, Leute. Danke, Miet. Endlich mal zur richtigen Zeit die Fliege gebracht. Boah. Das hast du toll gemacht, Miet. So. Volle Ladung. Kommt schon. So. Weg. Boah. Das habe ich aber anders gesehen. Die müssen wir noch mal eben einsammeln. Na, das war aber. Oh, weg. Oh, oh, oh. Hm, 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 hm. Als nächstes. Genau. So, lass mir eben Zeit für die Aufladung. Boah! Hat uns mit erwischt. Ein Glückstreffer, du Schwein! Jetzt beruhig dich mal langsam, du. Damit wir dich killen können.
finde das auch, um ehrlich zu sein, hier in der Arena zu kämpfen, gar nicht mal so schwierig gegen den, weil man hier auch den Platz hat. Den muss ich durchziehen. So. Der ist auch schon langsamer. Und jetzt mal eben weg. Kümmere dich mal um Mietz, Kleiner. Oh nein. Okay. Hat gereicht, um die Klinge zu schmieden. Zu schnitzen. Ich will weg. So, komm her, du. Sehr schöner Treffer. Und jetzt ziehen wir gleich nochmal eine Combo durch. Ah. Der wichtigste von den Schlägen hat natürlich wieder nicht gesessen, aber jeder Schlag ist wichtig. Komm her, du. Immer schön auf Angriff bleiben. Wir haben nichts davon, wenn wir in die Defensive gehen. Das war's. Ja. Schöner Sieg, würde ich sagen. Schade, dass wir einmal down gegangen sind. Ich habe damit gerechnet oder darauf gehofft, dass wir nicht einmal down gehen werden. Deswegen natürlich auch den Gutschein gesetzt. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal schönen Ologaron-Teile bekommen. Und gleich bekommen wir ja auch noch unseren Bonus. Oh, wow, eine Platte. Sehr, sehr cool. Aus dem Schwanz eine Platte geholt. Ich glaube, die brauchen wir später auch noch. Juhu! Was für tolle Kämpfe. Ich frage mich, welche Art Falle hierbei rauskommen wird. Wenn das eine Falle ist. Oder ist das einfach nur das Tor, was man da irgendwie hochziehen kann oder sowas? Ja. Und da haben wir eine ganze Menge Sachen bekommen. Und ein Mega Man-Ticket. Wofür das Mega Man-Ticket ist, werde ich euch im Verlauf natürlich auch noch erklären. Wenn ihr es nicht eh schon wisst. So, die Agosi ist im Hafen. Agosi. Ja, ich glaube, so heißt. So spricht man es auch aus. Gut, gut. Da ist er. Und wir könnten jetzt Ware kaufen. Dann verlieren wir aber wieder an Punkten. Welche wir natürlich benötigen würden, um das Fake-Set zu kaufen, sage ich jetzt mal. Ah, komm. Egal. Den nimm's mit. Punkte kriegen wir noch. Oh, für mächtigen Schläger haben wir die benötigten Materialien. Dann gehen wir doch mal gucken. Ab zur Schmiede. So, Ausrüstung verbessern. Die, die wir jetzt gerade haben. Nee. Dann nicht die, die wir jetzt gerade haben, sondern die, die wir uns basteln wollten, ne? War das die hier? Hä? Wo ist denn unsere Waffe, die wir verbessern wollten? Das ist doch die, oder nicht? Irgendwas falsch betrachtet? Da sind wir jetzt. Hier können wir noch nicht hin, weil uns Drachenältestenknochen fehlen. Und wir wollten über den Knochenbaum gehen, um hier anzukommen.
Knochenschläger 3. Ja, komm. Wo ist denn jetzt der Knochenschläger 3? Hm. Haben wir uns doch gar keine gebaut? Doch, ist dann das hier, oder? Ja, Mann. So, Knochenschläger 3. Aufwerten. Jawohl. Möchten wir den ausrüsten? Möchten wir. So. Nächste. Und auch da können wir hin. Jetzt haben wir den hier als mächtigen Schläger. Also unsere Wunschliste bis hierhin schon mal aufgewertet. Wir haben eine stärkere Waffe, so wie wir es vorgehabt haben. Was wir natürlich noch mal eben kurz gucken können, ist Ausrüstung schmieden. Rüstung für den Körper. Was wir brauchen, ist Verteidigung im besten Falle auf Höchstlevel. Damaskus. Okay. Boba. Uragan. Ratalos mit Dulla. Und so weiter und so fort. Verstehe. Und hier brauchen wir wieder die Monster-Hard-Knochen fürs Orion-Set. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen hier nochmal eben kurz wieder runter in den Handelshof. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Klinge mit blauer Schärfe und Explosionsschaden. Mit der Ressourcenzentrale wollte ich nochmal eben schnacken. Gut, Belohnung. Winterstern-Ticket, gibt's wieder eins. Beutezüge. Da haben wir auch nochmal große Monster. Haben wir zwei erjagt. Flugwiefern und so weiter und so fort. Vielleicht können wir kleinere Monster töten. Reißzahnwiefern erjagen. Das machen wir nochmal. Zwei Stück. Habe ich mit reingepackt, weil wir das vermutlich beim nächsten direkt schaffen werden. Okay, was ich eigentlich gucken wollte, das waren die Lieferungen, ne? Lieferungen. Wo ist denn das jetzt? Ah, da. Band des Orion. Ist natürlich auch irgendwie so eine nette Anspielung auf Man in Black mit dem Gürtel des Orion. Hier haben wir die Forschungspunkte. Wir brauchen 5000. 1167 haben wir. Aber das ist gar kein Problem. Dann möchte ich ganz gerne nochmal wieder hochgehen, was essen. Wir sollten mal eben kurz an unsere Kiste ran, denn wir haben Materialien verbraucht. Ja komm, wir gehen zur Kantine. Mal eben fix was futtern. Ne, warte mal. Machen wir nicht. Wir gehen nicht zur Kantine. Was ich als erstes machen möchte, ist einmal eben kurz auf die Kleinigkeit eingehen, die ich zuletzt genannt habe. Und zwar, wir können für unseren Palico Ausrüstung schmieden. Und zwar gibt es komplette Rüstungsset und dafür sind die Megaman-Tickets. Dann könnten wir beispielsweise zusehen, dass unser Palico ein kleiner Megaman wird. Ist das nicht lustig? Dann hätten wir ihn als Megaman rumlaufen. Was natürlich auch schön ist, was ich jetzt vergessen habe hier einzustellen, ist die Standardausrüstung. Und auch für unseren Palico gibt es wieder ein Set. So würde das Ganze aussehen. Kostet mich aber auch immer wieder jeweils Punkte. Aber solange wir die Tickets haben, haben wir noch einen bestimmten Zeitraum, um die einzulösen. Also insofern gar kein Problem. Ich wollte jetzt ganz gerne nochmal hoch in die Versammlungsstätte.
sieht doch schön hier aus. Latschen nochmal eben hier rum. Überall alles festlich geschmückt und der Met steht bereit. Da kann man sich gleich irgendwo hinsetzen und aus dem Tisch einen Krug schnitzen, wie man sehen kann. Okay, da können wir nichts machen. Dann geht's hier mal wieder runter und wir sprechen hier mit dem Palikus. Denn wir haben hier das Wintersterngericht. Und das hat Angriff M hoch und Elementwiderstand hoch auf S. Das benutzen wir doch mal. So ein Schneemann-Paliko. Oh, Fenrir-Arzt, Erheber, noch irgendwas war da gerade mit bei. Und wir sprechen hier an dem Questschalter mit der Dame. Also gut, dann werfen wir einen Blick drauf. Das machen wir. Denn es soll nicht langweilig werden, ich weiß, aber ich möchte nochmal den Blutrausch mit euch machen. Und ja, ich glaube an uns. Von daher wieder ein Ticket. Aufgebrochen. Und Coco. Auch mal eben einen Schluck trinken. Den Kram nehmen wir uns wieder mit. Und go!